Für den FC Bayern München ging es im Dignity Health Sports Park im International Champions Cup gegen den FC Arsenal zur ersten Partie in die Vorbereitung hinein. Und Jan-Fiete Arp unbedingt natürlich im Fokus stehend. Der FC Bayern München hatte hier aber die bessere Anfangsphase und der FC Arsenal war erstmal in der Defensive gefordert, stand dann sehr kompakt. Die erste Möglichkeit dann für den FCB, Kingsley Coman, aber nicht wirklich gefährlich hier in dieser Szene. Der geht relativ klar und deutlich am Tor vorbei. Nun auch die Gunners mal unterwegs nach vorne über Guendouzi, der nimmt Mkhitaryan mit. Der wird nicht vom Ball getrennt, Pavard kann es fürs Erste klären, aber Kolasinac bleibt dran und dann dieser Abschluss ans Aluminium, der hätte es schon direkt scheppern können, aber das Aluminium steht am richtigen Ort. Nun aber der FC Bayern München nach vorne wieder besser unterwegs, Corentin Tolisso. Wird nicht vom Ball getrennt und Renato Sanchez sehr auffällig mit Fiete Arp hier im Zusammenspiel und dann Renato Sanchez verzieht den Ball aber aus knapp 17 Metern. Geht dann rechts am Kasten vorbei, nicht wirklich gefährlich, aber das waren schon mal gute Ansätze hier eben im ersten Vorbereitungsspiel für die Bayern. Nun aber nochmal der FC Arsenal über die linke Seite, Kolasinac immer aktiv und Guendouzi beweist dann auch gar keinen so schlechten Abschluss. Manuel Neuer passt aber auf, ist am Start und kann den ohne Probleme zum Eckball abwehren. Aus dem resultierte dann nichts. Der FC Bayern München hatte noch keinen Treffer erzielt auf der einen Seite, auf der anderen aber auch noch keinen kassiert und darauf konnte man dementsprechend dann im zweiten Durchgang gut aufbauen. Nun waren sie aber in der Offensive noch etwas mutiger. Serge Gnabry nimmt über die rechte Seite Joshua Kimmich mit. Das sieht man immer wieder von ihm und jetzt führt es auch zum Erfolg. 52. Minute, Renato Sanchez nickt das Ding ein aus kurzer Distanz. Diese maßgenaue Flanke auf den ersten Pfosten kann dann verwertet werden. Und der Portugiese nickt das Ding ein. Der FC Arsenal hatte etwas Probleme nach vorne zu spielen, weil Bayern das auch wirklich gut machte, immer wieder auch Mkhitaryan und Co. ins Abseits stellte. Hier beispielhaft mal eine Szene rausgestellt. Der Pass wäre nicht schlecht gekommen, aber es war eben ein Hauch Abseits. Der FC Bayern auch immer wieder mit Offensivaktion und jetzt hatten wir hier mal Jan-Fiete Arp mit der guten Abschlussmöglichkeit. Steht da im Rückraum, nimmt den dann per Dropkick und das ist gar nicht mal verkehrt gewesen. Wir springen in die 90. Spielminute. Nachspielzeit wurde bereits angegeben. Und hier ist Kingsley Coman, Tolisso, Sanchez, Coman, Tolisso. Schöner One-Touch-Fußball. Dann geht der Ball in die Spitze und Jan-Fiete Arp setzt hier auf die Partie den Deckel drauf. Auch wenn in der Nachspielzeit der FC Arsenal nochmal kam über die linke Außenbahn. Keine schlechte Flanke, Iwobi mit dem Kopfball, aber Süle passt auf und konnte dann das auch entschärfen. Der FC Bayern München spielt zu 0, schießt selber eben zwei Dinger und geht damit über die 90 Minuten gesehen auch als absolut verdienter Sieger vom Feld.